Martin Monnickendamm war einer der vielen, vielen Künstler, die Rothenburg besucht haben. Sein Besuch fand statt im August 1922 und er kam hierher mit seiner gesamten Familie, das heißt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern, und er lebte eine Zeit lang im Taubertal. Martin Monnickendamm war auch einer der Künstler, der einer der letzten großen Stadtansichten Rothenburgs geschaffen hat, wie wir auf diesem Bild sehen. Und es ist eins der monumentalsten Stadtansichten Rothenburgs überhaupt. Er zeigt zwar nur einen Ausschnitt der gesamten Stadt, angefangen am linken Bildrand mit der Jakobskirche und am rechten Bildrand mit dem Strafturm. Dafür präzisiert er aber das Taubertal. Besonders in der Mitte können wir erkennen, auf was er sich genau spezialisiert, nämlich auf die sogenannte Doppelbrücke und auf die Kobolzeller Kirche. Davor sieht man noch die Steinmühle und einen hell beschienenen Weg, der durch das üppige Grün in die Rothenburger Altstadt hochführt. Das Thema ist also nicht nur die Stadt allein, sondern auch den umgebenden Landschaftsgarten Rothenburgs. Und das ist doch eine ganz bemerkenswerte Sache, denn bis dato hatten die Künstler immer sehr stark die Stadt allein thematisiert, und dementsprechend war auch oftmals der Fokus auf der Stadtsilhouette Rothenburgs. Monnickendamm schiebt diese Stadt aber fast unter den oberen Bildrand und breitet daher viel stärker die Natur, die Rothenburg umgibt, aus. Martin Monnickendamm war zu seiner Zeit schon ein sehr bekannter Künstler in den Niederlanden. Seine Bilder befinden sich heute in sehr prominenten Museen, im Rijksmuseum beispielsweise, aber auch im Jüdischen Historischen Museum, im Stedelijk Museum und in Zutphen und Den Haag. Der Anlass dieses Bildes war eigentlich der, dass Monnickendamm sehr viele Aquarelle zu Rothenburg gemalt hat und aus diesen Aquarellen dann dieses Bild als Exzerpt sozusagen nachgearbeitet hat. Die 46 Aquarelle, die er geschaffen hat, sind heute im Besitz des Reichsstadtmuseums und eine der Hauptwerke der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Bemerkenswert an Monnickendamms Kunst ist, dass er sich in keine Schublade stecken lässt. Kunsthistorisch gesehen ist er zum Teil wohl vom Impressionismus beeinflusst. Man sieht das besonders gut an der Natur, wie er sie ausgestaltet, mit einem sehr pastosen, aber auch sehr gekonnten Farbauftrag. Aber das geht dann auch über in eine sehr konkrete Darstellung der Stadt Rothenburg, fast mit kubistischen Anklängen oder der neuen Sachlichkeit aus den 20er Jahren. Das heißt, er war auch durchaus mit der Moderne vertraut. Diese Stadtansicht, diese sehr konkrete Stadtansicht, steht natürlich in einer langen Reihe von Stadtansichten zurückgehend bis auf die Aussage Caspar Bruscius 1554, der gesagt hat, Rothenburg sähe aus wie Jerusalem. Und in dieser Tradition steht auch Monnickendamm, der diese Stadt in gewisser Weise durch den Sockel der Natur erhöht auf eine sehr konkrete Art und Weise.